Herzlich willkommen zu Unter den Linden. Die AfD hat bei den Landtagswahlen gestern ein weiteres Mal triumphiert. Alle bisher im Landtag vertretenen Parteien haben dagegen deutlich verloren. Und für die CDU wurde die Wahl zum Desaster. Unter 20% und hinter der AfD auf Platz 3. Ja, was bedeutet das jetzt für die Bundespolitik, insbesondere für die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel? Kann es weitergehen wie bisher oder muss sich etwas Grundlegendes ändern? Darüber wollen wir heute diskutieren und das sind meine Gäste. Ich begrüße Heribert Prantl, Leiter der Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung und engagierter Befürworter einer weltoffenen Flüchtlingspolitik. In der Tat. Und ich begrüße Professor Werner Patzl, Politikwissenschaftler von der Technischen Universität Dresden. Er hat intensiv geforscht über die AfD, Pegida und das Wahlverhalten in den neuen Bundesländern. Professor Patzl, was machen die etablierten Parteien falsch, dass eine neue Partei, die AfD, so triumphieren kann? Die Kurzfassung sagt ein deutsches Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Nicht darauf hören wollen, was Leute wie ungeschlacht auch immer vorbringen. Die analytischere Ausdrucksweise ist die, eines Teils ist im rechten Bereich des politischen Spektrums eine Repräsentationslücke entstanden. Die Union, was heißt Repräsentationslücke? Das heißt Folgendes, die Union hat die ein oder andere Frontbegradigung nach links gemacht und hat sich von der Sozialdemokratie und von den Grünen her durch Aufgabe alter Positionen sehr stark unangreifbar gemacht, was sehr vernünftig gewesen ist. Aber sie hat es versäumt, zugleich nach rechts weiterhin stark integrierend zu wirken. Und deswegen ist im rechten Bereich so mancher heimatlos geworden. Die AfD etwa besteht zu einem durchaus beträchtlichen Teil aus ehemaligen CDUlern oder CDU-Wählern, die ihre Partei sozusagen innerlich gekündigt haben. Wesentlich komplex ist aber noch eine zweite Repräsentationslücke. Das Wahlergebnis zeigt ja, dass die Wählerströme nicht nur aus dem Lager der Nichtwähler, nicht nur aus dem Lager der Union oder gar der FD, der NPD gekommen sind, sondern in nennenswerten Umfang auch von der Linkspartei und von der SPD, sodass im Grunde die AfD das Sammelbecken derer ist, die mit dem Politikkonsens von Christdemokraten, Sozialdemokraten und Grünen ihre Probleme haben. Da steckt eine Menge drin, haben wir viel zu diskutieren heute. Herr Prantl, wie geschwächt ist Angela Merkel durch diese Wahl? Natürlich ist sie geschwächt, sie sagt es ja selber, sie hat heute die Schuld übernommen und sagt, ich bin verantwortlich. Aber die Frage ist ja tatsächlich, wenn ich eine klare Politik mache, kann ich mich immer sozusagen in der Demoskopie umtun und schauen, wie stehen gerade die Aktien für mich. Wenn ich das immer mache, bin ich ein Korken, der auf den Wellen treibt. Erinnern wir uns, wie war es mit, nicht, dass ich mit der Agenda-Politik von Gerhard Schröder einverstanden gewesen wäre in allen Punkten, aber Gerhard Schröders Größe war, diese Politik durchzuziehen und Haltung zu zeigen. Und nicht einzuknicken, weil die Gewerkschaften protestieren. Das hat er durchgezogen. Und deswegen verdient er Respekt. Und deswegen verdient die Kanzlerin meinen Respekt. Weil sie etwas als richtig erkannt hat. Erinnern wir uns mal, Herr Patzl, oder wir als Journalisten, was wir vor 5, vor 6, vor 7 Jahren über die Kanzlerin geschrieben haben. Oder gesendet haben. Diese Kanzlerin hat keine Haltung. Diese Kanzlerin hängt ihr Fähnchen nach dem Wind. Sie hat keine klare Aussage. Sie sagt mal dies und sagt mal jenes. Man hat von ihr Klarheit gefordert. Seit einem Jahr ist sie ziemlich klar und sagt, hier mache ich eine bestimmte Flüchtlingspolitik. Sozusagen der Grundlinie nach. Die konkrete Durchführung ist ja schon wieder ganz anders, wenn Sie sich anschauen, wie die einzelnen Gesetze ausschauen, die diese Bundesregierung macht. Es sind die schärfsten Asylgesetze, die schärfsten Flüchtlingsgesetze, die wir seit 25 Jahren haben. Aber sie bleibt bei ihrer Grundlinie. Sie wiederholt immer wieder den Satz, wir schaffen das. Ein Appell an die Integrationskraft dieses Landes. Und das ist eigentlich schon ganz eindrücklich. Es ist, die Grünen bezeichnen sowas gerne als nachhaltige Politik. Sie bleibt dabei. Und das nötigt mir doch einigen Respekt ab. Wenn sie so wäre, wie man sie früher kritisiert hat, wäre sie schon umgefallen. Herr Prantl, das war jetzt die positive Interpretation. Es gibt ja auch viele Leute, die interpretieren das negativ. Die Kanzlerin ist stur, sie ist unbelehrbar, sie hört nicht auf das, was die Leute ihr sagen, zum Beispiel durch diese Wahl. Wer sind denn die Leute? Die Menschen, die Wähler.
Es waren 20%, wenn Sie jetzt die AfD nehmen, die scharfe Flüchtlingspolitik kritisieren, es ist die Mehrheit. Darf ich mal die Frage an Sie weiterreichen? War das gestern ein Misstrauensvotum an Angela Merkel? Oder ist es so, wie es Herr Prantl sagt, es sind nur 20%, die was gegen Merkels Kurs haben? Also Misstrauensvotum ist vielleicht ein wenig hochgegriffen, aber dass die CDU nicht gerade beflügelt von der Politik der Kanzlerin einen haushohen Wahlsieg eingefahren hat, das ist wohl auch wahr. Und das zentrale Thema, von dem die Wahlkämpfer der CDU berichten, war immer die Flüchtlingspolitik, waren nicht die landespolitischen Themen, denn mit der Landespolitik waren die Leute in Mecklenburg-Vorpommern relativ zufrieden. Es ist tatsächlich die Flüchtlingspolitik gewesen und die Vermutung von vielen Deutschen, dass man zwar sagen kann, man würde es schaffen, aber indem man unbestimmt lässt, was es denn hieße, dieses S, das man schafft. Ob die Aufnahme von 1 Million, ohne dass jemand erfriert oder hungert, oder ob die Integration in die deutsche Gesellschaft, sodass alle miteinander dann ein zusammengehöriges deutsches Staatsvolk bilden. Da haben manche Leute Unklarheit, was genau damit gemeint ist, und manche Leute zweifeln, dass das wirklich eine nachhaltige Politik wäre. Die Kanzlerin ist sozusagen in einer merkwürdigen Lage. Endlich macht sie einmal etwas gemäß ihren Grundsätzen, macht sozusagen die psychische Kehrtwende von ihrer Haltung zu jenem berühmten Mädchen, dem sie sagte, du musst verstehen, dass nicht alle in Deutschland bleiben können, und tritt auf diese Weise einen Sturm der Empörung, etwas übertrieben formuliert, gegen ihre Partei los. Sie wird nun für Dinge beschuldigt, die andere sehr wohl von ihr erwartet haben. Und besonders wird es schmerzen, dass ihr Koalitionspartner, mit dem sie ja ein Herz und eine Seele gewesen ist, als sie Deutschland mit der Willkommenskultur wirklich zu einem guten Land, als gutes Land sich darstellen ließ. Meinen Sie die CSU oder die SPD? Ich meine die SPD an dieser Stelle, die nun sagt, ausgerechnet die CDU hätte sich den Bemühungen, die Leute wirklich zu integrieren, verweigert. Kurzum, die Kanzlerin ist im Moment in einer sehr unangenehmen Lage. Da stimme ich Ihnen und zu. Sie könnte einem Leid tun, hätte sie sich nicht selbst in diese Lage gebracht. Da stimme ich Ihnen jetzt zu. In die Lage gebracht, die Flüchtlinge hat nicht die Kanzlerin erfunden. Da haben wir wirklich ein Problem des 21. Jahrhunderts, den sich nicht nur die Kanzlerin, sondern sich die Politik in ganz Europa und weltweit stellen muss. Aber ich wollte einen Punkt aufgreifen, den Sie sagen, Herr Patzl, Sie sagen, die Leute fragen, was ist es eigentlich, wenn sie sagt, wir schaffen es. Ich glaube, die Leute denken gar nicht so konkret. Die Leute haben Ängste, die Leute sagen, da ist der Islam, da ist der Terrorismus und das wollen wir nicht, ganz diffus. Und dieses wir wollen das nicht, das macht sich die AfD auf sehr geschickte Weise zu eigen. Sie operiert mit den Ängsten, die die Leute haben. So simpel ist es und die Ängste sind da und deswegen hat die AfD derzeit Erfolg. Die Leute, glaube ich, trauen der AfD gar nicht viel zu, dass sie sagen, da ist eine Partei, die mit den Flüchtlingsproblemen erfolgreich umgehen wird. Einfalls, sag mal so, da wird es eine Art Austreibung. Ja. Und die Austreibung funktioniert mit neuem Nationalismus. Das hofft man vielleicht, glaubt es nicht mal richtig. Alle anderen Fragen, soziale Gerechtigkeit und all die Dinge, die die Leute bedrängen, wenn Sie die Umfragen lesen, niemand traut der AfD da was Besonderes zu. Der Punkt bei den Wahlen ist ganz schlichtweg der, dass die Wähler, die die AfD gewählt haben, gesagt haben, die anderen brauchen mal einen auf den Deckel. Ja, schauen Sie, die Entdeckung, dass niemand der AfD zutraut, demnächst die Regierung in Mecklenburg-Vorpommern oder der Bundesrepublik Deutschland mit positiven Ergebnissen zu übernehmen, hat den Neuigkeitswert wie die Aussage, dass ein Kreis keine Eckern hat. Es ist nun mal das Wesen einer Protestpartei, dass sie Protest gegen das Bestehende anmeldet, dass sie dem Protest, der in der Bevölkerung zum Ausdruck kommen will, Ausdruck verleiht und deswegen eben gewählt wird, sozusagen als der andere Bewege als der Geist, der verneint und die Etablierten deswegen auf neue Gedanken bringen. Dass es überhaupt innenpolitisch so weit kommt, dass eine Partei, die vor einem Jahr schon fast mausetot gewesen ist, in einem Land, wo sie zum ersten Mal antritt, auf ein Fünftel der Wählerschaft kommt, das ist dasjenige, was uns zu denken geben muss. Was ist mit diesem Lande los, dass so viele Leute das Vertrauen in etablierte Parteien in dem Umfang verloren haben, dass sie eine klare Protestpartei mit durchaus nennenswert vielen Mandaten ausstatten? Ach, Herr Patzl, ich glaube, wir leben da auch in neuen Zeiten und auch eine Sendung wie die unsere, viele andere Sendungen, die ungeheure Aufmerksamkeit, die diese Partei erfährt, trägt mit zum Erfolg bei. Ich meine, wir haben ja nicht wenige Protestparteien erlebt in unserer aktiven Zeit, in Ihrer als Professor, in meiner als Journalist. Wir haben die Stadtpartei erlebt, wir haben die Schill-Partei erlebt, wir haben auch erlebt, dass eine Schill-Partei fast 20% kriegte und ein paar Jahre später war sie völlig verschwunden. Noch unter alten Bedingungen, noch in Vor-Internet-Zeiten ist es etwas anders geworden. Die Stimmung ist schnell viel aufgegangen.
aufgeheizter. Es steht ganz massiv, steht eine solche Debatte im Mittelpunkt. Alle beschäftigen sich damit in viel massiverer Weise als früher. Und es trägt auch mit zu diesen Wahlerfolgen bei. Ich bin mir nicht sicher, wo wir in einem Jahr stehen mit der AfD. Ich meine, jetzt geht jeder davon aus, ich heute in meinem Leitartikel auch, der Weg zur Bundestagswahl ist gepflastert. Die werden mit tollen Ergebnissen einziehen. Aber es kann viel passieren. Es kann auch ganz anders aussehen. Die Zeiten sind sehr schnell wechselhaft geworden. Ich würde, bevor wir uns mit der Zukunft der AfD natürlich auseinandersetzen, gern noch mal ein Stichwort aufgreifen. Und das war das Verhalten des Koalitionspartners von Angela Merkel, nämlich der SPD. Jetzt gucke ich zunächst mal den Wahlkampf an in Mecklenburg-Vorpommern. Da hat Erwin Zellering, der Ministerpräsident von der SPD, sich klar distanziert von der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel, hat gesagt, Angela Merkel hat die Gesellschaft gespalten. Da hat sich Sigmar Gabriel zu Wort gemeldet und hat verkündet, dass er ja schon immer für eine Obergrenze gewesen sei. Obergrenze hat er nie gesagt. Er hat gesagt für Kontingente und hat dann gleichzeitig noch gesagt, Kontingente sei ein anderer Begriff für Obergrenze. Also, aber das war keine neue Kritik, das war eine, die er immer wieder hat mitschleifen lassen. Kann man kritisieren, muss ich kritisieren? Mich würde jetzt zunächst mal interessieren, ob diese Taktik, diese Positionsveränderung der SPD, dass die SPD sich plötzlich geriert als Kritiker der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel, ob das der SPD im Wahlkampf genutzt hat in Mecklenburg-Vorpommern. In Mecklenburg-Vorpommern hat der SPD in erster Linie Spitzenkandidat genutzt, der den Landesvater gab und der eben genau die von Ihnen beschriebenen Distanzierungen gemacht hat, betont hat, dass die CDU zu wenig auf die Leute hören würde, im Unterschied zur SPD natürlich. Unterm Strich ist das, was man derzeit bei der SPD beobachten kann, die Taktik haltet den Dieb. Denn es steht ja ganz ohne Zweifel, dass die Flüchtlingspolitik, welche die Bundesrepublik Deutschland betrieben hat, wesentlich näher an Überzeugungen der Sozialdemokratie und der Grünen liegt, als an den Überzeugungen, die in der Union bislang mehrheitsfähig gewesen sind. Entsinnen Sie sich, die Kanzlerin, als sie noch keine war, trat an mit der Aussage, dass natürlich Einwanderung restriktiv gehandhabt werden müsste, dass man die Integrationsfähigkeit des Landes nicht überlasten dürfte. Infolgedessen ist das schon ein Zeichen dafür, dass die SPD begreift, dass auch sie in einem sehr unangenehmen Fahrwasser ist, dass sie nun eben haltet den Dieb ruft und sagt, eigentlich sind wir die Integrationspartei und die Partei, die die wirkungsvollste Flüchtlingspolitik macht und auch dafür sorgt, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht durch zu viele Geflüchtete, die es aufzunehmen gilt, gefährdet würde. Herr Brandl, müssen wir denn damit rechnen, dass die SPD sich auch in Zukunft noch weiter vielleicht von Angela Merkels Flüchtlingspolitik distanziert? Nein, ich glaube nicht. Der Erfolg der SPD in Mecklenburg-Vorpommern liegt an Zellering, an der Art und Weise, wie der Mann auftritt. Das ist ein Phänomen, das kennen wir auch aus Rheinland-Pfalz. Da hat Malu Dreyer und Baden-Württemberg natürlich mit Kretschmann beide im Übrigen damit, dass sie die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin unterstützt haben. Es geht schlichtweg darum, welche Persönlichkeit steht vorne, wie anziehend ist die Persönlichkeit und verglichen mit dem CDU-Kandidaten, dem Innenminister, war einfach Zellering in Mecklenburg-Vorpommern der anziehendere. Für mich ist aber, wenn ich das sagen darf, lieber Herr Moderator, viel spannender, als wie die SPD reagiert. Die Frage, was macht die CSU, wenn wir die Schlagzeilen vom morgigen Tag nehmen, in welcher Weise Seehofer auf die Kanzlerin eintrischt. Und ich sage mit Absicht eintrischt. Ich habe sowas in den 30 Jahren, in denen ich jetzt Politik beschreibe, nicht erlebt. Wir haben immer erlebt, auch zu Franz Josef Strauß' Zeiten, dass da heftig gekämpft wurde, manchmal süffisant, manchmal spöttisch, aber mit dieser Werfe, mit dieser Genervtheit, mit dieser Aggressivität und Obsessivität des Streits habe ich es nie erlebt. Es gibt aber gute Gründe dafür, warum der Streit so intensiv ist. Ob die Gründe gut sind, weiß ich nicht. Ich sage Sie dann und Sie werden sehen, dass die Gründe gut sind. Die CDU-Parteivorsitzende hat es immerhin geschafft, genau dasjenige wahr werden zu lassen, wovor die CSU immer gewarnt hat. Nämlich eine mit erheblichen Prozentanteilen demokratisch legitimierte Partei rechts neben Sie. Und die CSU kann von sich behaupten, sie habe immer die CDU vor solchen Politik gewarnt, welche die AfD groß macht. Und nachdem die AfD immer wieder behauptet, sie sei eine bundesweite CSU, verstehe ich die Empörung der CSU sehr wohl. Da macht ja der Seehofer wirklich mit. Er trägt dazu den Eindruck bei, dass die AfD sozusagen die Außenpartei der CSU ist. Ich meine, wenn es die Wähler
der Union. Das ist etwas, was der frühere Generalsekretär Geisler immer und immer wieder gesagt hat. Wenn die Wähler der Union eines nicht wollen, dann dass in dieser Union pausenlos gestritten wird. Wenn so gestritten wird wie derzeit, mit der Massivität, dann muss man sich nicht wundern, dass konservative Wähler sagen, der Teil, den sie sagen, der wird zu wenig gepflegt, da unsere Partei ist woanders. Die AfD ist sozusagen die CSU außerhalb Bayerns. Und der Erfolg der AfD hat meines Erachtens mit der Massivität der Kritik von Seehofer zu tun. Ich glaube, da verwechseln Sie Ursache und Wirkung. Nein, die Massivität der Kritik der CSU hat damit zu tun, dass sich der Erfolg der AfD schon seit langem abgezeichnet hat. Die CDU aber auf dem hohen Ross saß mit Aussagen wie, all das ist nicht nennenswert, die AfD, die zerlegt sich selbst. Sie besteht aus lauter Politikern, die nicht einmal wissen, wo die Fettnäpfchen der Deutschen in der politischen Diskussion stehen. Ursache und Wirkung sind andersrum. Der Erfolg der AfD hat die CSU rechtzeitig sensibilisiert für die Untiefen des Kurses der Kanzlerin. Und alle Versuche, sozusagen im Guten die Sache zu bereinigen und im Schlechten ohnehin, haben nicht gefruchtet. Das müsste, wenn Sie recht hätten, dann wäre die AfD in Bayern nicht existent. Das ist aber nicht der Fall. Naja, sie ist zumindest nicht so stark wie Mecklenburg-Vorpommern. Und die CSU wird an dieser Stelle ziemlich zuversichtlich die nächsten Wahlen abwarten. Das schauen wir mal. Es gibt ja jede Menge Wahlnachfragen, Wähleranalysen, Wahlnachfragen, natürlich gestern auch. Und da hat sich herausgestellt, dass ein unheimlich großer Prozentsatz der Wähler, unter anderem über 2/3 der AfD-Wähler, sich wünschen, dass die CSU bundesweit antritt. Also die Attraktion der CSU scheint bundesweit doch relativ groß zu sein. Naja, das sind immer sehr vorübergehende Erscheinungen. Wenn man kann es auch andersrum sehen. Wenn Sie mich jetzt fragen, was würden Sie Angela Merkel raten, um Seehofer zu einer etwas moderateren Haltung zu bewegen, dann würde ich sagen, ich würde meinen Generalsekretär morgen nach München schicken und am Thomas-Wimmer-Ring oder in Schwabing oder am Ostbahnhof sagen, miete eine Immobilie, wir machen einen Landesverband der CDU. Sie wissen, die Situation hatten wir schon einmal. Damals war es der schon vorher genannte Generalsekretär Geisler, der die Vorbereitungen betrieben hat und zwar so massiv und so schnell betrieben hat, dass Franz Josef Strauß seine Ankündigungen, wir dehnen die CSU außerhalb Bayerns aus, wir lösen die Fraktionsgemeinschaft auf, sofort wieder rückgängig machte, weil er Angst bekommen hat. Was passiert nämlich, Herr Schier, wenn die CSU außerhalb Bayerns geht? Die CDU marschiert natürlich sofort, wenn nicht schon vorher, in Bayern ein. Und dann ist es mit der absoluten Mehrheit der CSU auf Dauer vorbei. Die CDU als Landesverband würde sicherlich 15% oder 20% kriegen. Und die gehen nicht von der SPD weg, weil die ja ohnehin noch weniger hat als die CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Also haken wir das ab. Die CSU wird sich nicht bundesweit ausdehnen. Das kommt nicht, weil Seehofer genau weiß, was dann passiert. Also und vor allen Dingen, es gibt inzwischen die AfD. Die bundesweite Ausdehnung der CSU ist unnötig geworden. Denn die AfD, wenn sie es schafft, sich nicht zu zerlegen, wenn sie es schafft, sich vor politischen Torheiten zu bewahren, was wir alles nicht wissen. Wenn sie sozusagen zu einer vernünftigen Partei wird, ist die bundesweite CSU. Also ja, da bin ich wiederum skeptisch. Herr Brandl, dann formulieren Sie doch mal, warum sind Sie skeptisch, dass sich die AfD zu einer rechtskonservativen, rechtsbürgerlichen Partei entwickeln kann? Das sind die Erfahrungen, die ich mit Alternativen, mit Protestparteien gemacht habe bisher. Ich sehe in dieser noch relativ jungen Partei, sie ist 3,5 Jahre alt. Und da mischen sich ja immer verschiedene Elemente. Da ist das Populistische, da ist das sehr Nationale, da sind alle möglichen Ingredienzien. Auch immer wieder Antisemitismus. Wenn der Antisemitismus in der Partei stärker wird, ist es vorbei damit. Ja. Eine solche Partei wird in Deutschland nicht gewählt. Zu Recht nicht gewählt. Und man kann ja bei all dem, was man über die Mecklenburg-Vorpommersche Wahl sagt, zufrieden sein damit, dass die NPD auf 3% gesunken ist. Aber dank der AfD. Ohne die AfD wäre das Protestpotenzial, das immer bei der NPD und davor bei der DVU abgeladen worden ist, weiterhin bei diesen Parteien geblieben. Jetzt muss man halt schauen, was passiert mit der Aufnahme dieser Elemente. Wenn die Seriosität eintritt, die meines Erachtens jetzt noch nicht da ist, wenn sich die Partei zu einer konservativ-bürgerlichen Partei entwickelt, dann würden diese giftigen, rassistischen Elemente weggedrängt. Das sehe ich derzeit noch nicht. Das wird sich zeigen müssen. Kann man die Gründungsphase der AfD vergleichen mit der Gründungsphase der Grünen? Wird ja immer wieder gern getan. Ach nein.
Das ist schon in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedlich. Die Grünen hatten schon ein wichtiges Thema, nämlich den Kampf gegen Atomkraft, eines Teils im militärischen und dann im zivilen Bereich. Und das war ein Generationenthema, das verband sich auch mit Friedensbewegung. Es war ein Generationenphänomen, eine neue Generation, insbesondere akademischer Prägung, die mit der Schmidtschen SPD nicht konnte, suchte einen eigenen Ausdruck. Aber das sind andere Problemlagen, das sind auch andere Generationenlagen als jene, die bei der AfD eine Rolle spielen. Der Generationenlage ist richtig. Ich glaube, die Grünen waren eine sehr junge Partei. Ja. Es war eine studentische Partei, die halt ein Thema erkannt hatte und das Thema mit der studentischen Werf vertreten hat. Wenn wir uns das Erscheinungsbild der AfD anschauen, ist es eine wesentlich ältere Partei von der Mitgliederstruktur. Es sind 50-Jährige. Das gesetzte Bürgertum oder Kleinbürgertum, jedenfalls nicht die ganz jungen Leute. Ja. Es ist eine ganz andere Struktur. Ja, aber damit haben wir die Unterschiede beschrieben. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten, auf die zu achten lohnt. Das eine ist ein sozusagen epochales Thema. Bei den Grünen war es Atomkraft, eines Teils militärisch, anderen Teils friedlich und die ganzen Folgen, die eine bestimmte Generation nicht wollte. Jetzt ist das Thema, was passiert mit Deutschland, wenn wir die Zusammensetzung des Staatsvolkes in sehr kurzer Zeit ziemlich stark verändern, das Ganze unter den Bedingungen von Globalisierung auch gar nicht mehr steuern wollen und auch können. Was passiert mit diesem Land? Das ist schon ein wichtiges Thema. Und das andere ist die Sache, ich wiederhole es, mit der Repräsentationslücke. Die Schmidtsche SPD war nicht mehr in der Lage, bis zum linken Rand die Ausläufer der Studentengeneration, der Generation der Studentenrevolution zu integrieren. Die CDU, insbesondere die von Merkel geprägte, war nicht mehr in der Lage, die konservativen Elemente der deutschen Bürgerschaft zu integrieren. Aber Herr Patzelt, jetzt mit den Flüchtlingen nicht unbedingt etwas Nein, zu tun. Nein, das ist die Grundströmung, die Flüchtlinge kommen oben drüber. Das lässt sich ganz einfach erklären. Vor 5 Jahren bei der letzten Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, als nur 50% gewählt haben, waren die Flüchtlinge kein großes Thema. Jetzt sind sie großes Thema. Und, aber auch die Studentenrevolution war vor der Aufladung des Themas Kernenergie da. Es gibt die Grundströmung, die dann durch ganz besondere Gezeiten und Wetterumstände weiter aufgeschaukelt wird. Es gibt einen Unterschied. Man kann die Kernkraft, das große Thema der Grünen, Urbewegung, die Kernkraft kann man abschaffen, die Flüchtlinge kann man nicht abschaffen. Deswegen wird die AfD eine wesentlich längere Wucht entfalten, als sie die Grünen entfaltet haben. Das glaube ich nicht wegen der Dinge, die wir vorher diskutiert haben. Da gehört viel Klarheit bei der AfD dazu. Und wenn ich jetzt die letzten Monate betrachte, das Chaos, man kann momentan sagen, vielleicht ist das Unbehagen an der Flüchtlingssituation so stark, dass die AfD machen kann, was sie will. Sie kann streiten, was sie will. Sie kann sagen, was sie will. Die Leute sagen, nun, jetzt wählen wir die mal und dann schauen wie wir mal. Wie die Grünen in den Kampf im Kampf zwischen Realos und Fundis. Lassen Sie uns mal hinschauen. Warum finden denn die etablierten Parteien kein Mittel gegen die AfD? Sie haben gesagt, es gab schon viele Protestparteien, haben auf Schill hingewiesen. Aber das war eine Wahl in Hamburg. Jetzt reden wir über eine Bundestagswahl, bei der die AfD aus dem Stand 4,8% gemacht hat. Dann eine Europawahl, wo die AfD auf 7 oder 8% kam. Und dann jetzt in einer Reihe 9 Landtagswahlen mit immerhin schon 2x über 20%. Das sieht ja nicht nach Eintagsfliege aus. Warum finden die anderen Parteien kein Rezept? Weil das große Thema dieser Partei das Flüchtlingsproblem ist und weil man das Flüchtlingsproblem nicht mit einer simplen Lösung bedenken kann. Davor hatten Sie ein anderes Thema, das war der Euro, das war Europa. Ja, ich hab zwei Großthemen. Zwei Großthemen, die nicht leicht zu bewerkstelligen sind. Wo ich sagen kann, ich bin dagegen, ist relativ simpel. Wie man es macht, wenn man dafür ist, ist wesentlich schwerer. Und da tun sich die großen Parteien und die anderen Parteien tatsächlich schwer. Umso fataler ist, dass ein zweiter echter Fehler hinzukommt. Es hat sich die etablierte Parteienlandschaft die Auseinandersetzung mit der AfD einfach zu leicht gemacht. Man wusste eigentlich schon, was es ist. Das sind Rassisten, Rechtspopulisten, Rechtsextreme. Das sind sie manchmal, aber man nahm den Teil für das Ganze und hat eigentlich das gesamte in der Bundesrepublik bewährte Instrumentarium zur Bekämpfung von rechten Umtrieben angewendet. Das Problem ist nur, dass die AfD von ihrem Sein wie vom Bewusstsein ihrer Wählerschaft und Anhängerschaft und Mitgliedschaft eben nicht einfach eine Bande von Rassisten und Rechtsextremen ist, sodass diese Abwehrreaktionen eher zur Solidarisierung und Stabilisierung und ab und zu sogar dazu geführt haben, dass man gesagt hat, mein Gott, denen geschieht Unrecht. In einer pluralistischen Demokratie wird man andere Meinungen gerade bei komplizierten Fragen in Kauf nehmen und akzeptieren müssen. Und diese falschen Reaktionen scheinen mir die Ursache dafür zu sein, dass die Auseinandersetzung mit der AfD für die etablierten Parteien bislang so erfolglos geblieben ist.
Mit der Stabilisierung, glaube ich, haben Sie nicht recht, weil dieser Laden hat sich ja schon etliche Male zerlegt. Das hat man in Mecklenburg-Vorpommern gerade gesehen. Sehr erstaunlich. Nein, er hat sich ja objektiv zerlegt. Die Vorstandschaft ist ja wirklich ausgetauscht worden. Es wurde eine neue Partei gegründet. Gleichwohl, darum sagte ich vorher, die Partei kann anscheinend machen, was sie will. Die Proteststimmung läuft auf ihre Mühlen. Die Proteststimmung ist stark. Und da müssen wir. Ich glaube nicht, dass es ein großes Verdienst der AfD ist. Ich sage, es ist der Fehler der etablierten Parteien, die es sich zu leicht gemacht haben und die Denkfall, Struktur und Politik konservativ mit der AfD aus einem neuen Regierung umgegangen sind. Denkfall glaube ich nicht. Das ist war eine Strategie von Angela Merkel, zu sagen, ich positioniere diese CDU partiell neu. Natürlich kann man sagen, in früheren Zeiten war eine Partei wie die CDU wie ein Schwamm. Die hat alles Mögliche aufgesaugt, aber die Qualität des Schwamms wurde dadurch nicht wesentlich verändert. Die war so kräftig, auch Sachen, die uns nicht so gefallen, mit aufzunehmen. Bei der SPD war es ja ähnlich. So ist es. Da war sehr viel da. Das Ganze funktioniert nicht mehr so. Was früher ein Schwamm war, der aufgesaugt hat, ist heute eher ein Stück Styropor, der irgendwo da liegt. Und darum liegt der Unrat sozusagen daneben. Richtig. Und dann wundert man sich, warum er alleine da liegt, wenn der Schwamm nicht versaugen will. Früher haben wir uns dann zur NPD-Zeit, als Franz Josef Strauß den Satz gesagt hat, den Sie auch gern zitieren, rechts von uns darf keine Partei existieren. Keine demokratisch legitimierte, als durch Wahlen legitimierte. Auch die NPD ist ja gewählt worden und nicht bloß eine Eintagsfliege. Da gab es ja einige Jahre zu Zeiten der Großen Koalition der Ersten, wo die kurz davor stand, in den Bundestag gewählt zu werden. Damals wurde geschrieben, man muss aufpassen, wenn eine demokratische Partei, die CDU, diese Dinge mit aufnimmt, dass sie sich nicht selber vergiftet. Also, und da ist schon was dran. Man muss schon schauen, wo hört die Aufnahmefähigkeit einer demokratischen Partei auf. Die Angela Merkel hat ja, als antisemitische Tendenzen gab, sehr schnell damals reagiert. Auch, sie hat sogar gemeint, den Papst belehren zu müssen. Ja Gott, manchmal geht es ein bisschen weit. Aber diese Aufnahmefähigkeit von Parteien kann man nicht übertreiben. Aber es ist richtig, dass eine Partei auch die Ränder mit bedienen muss, mit aufnehmen muss. Das gilt für die SPD und das gilt für die CDU. Ich würde den Blick jetzt gerne noch mal nach vorne richten, zur Bundestagswahl und die Zeit danach. Ist es aus Ihrer Sicht denkbar, dass sich die AfD so weit normalisiert, dass man mit ihr ganz normal Koalitionsgespräche führt? Also wie es der AfD weitergehen wird, ist nicht vorhersehbar. Wir wissen nicht, was für Leute in den Landtagsfraktionen sind. Wir wissen nicht, welche Bücher die, wenn sie welche geschrieben haben, wie sie sich äußern, wie geschickt oder ungeschickt die jeweiligen Fraktionsführungen mit solchem Streit umgehen. Das wissen wir alles nicht. Was aber gewusst werden kann, ist, dass wenn die AfD zwei Grundfehler vermeidet, nämlich sich in Führungsstreitigkeiten zu ergehen und mit skandalösen oder skandalisierbaren Aussagen aufzufallen, dann kann sie nur sich selbst besiegen. Das beantwortet aber nicht die Frage nach Koalitionsmöglichkeiten, insbesondere nicht auf Bundesebene. Eine Partei, deren Mitglieder man nicht wirklich kennt, der kann man nicht vertrauen. Mit einer solchen Partei kann man nicht koalieren. Und nicht einmal ein Tolerierungsbündnis, wie es die SPD in Sachsen-Anhalt nach 1994 mit der PDS gemacht hat, kommt mit einer AfD, die man weder personell richtig kennt, noch die verlässliche programmatische Konturen gewonnen hat, kann man durchführen. Folglich, sie wird auf absehbare Zeit kein Partner für irgendeine andere Partei sein können. Das glaube ich auch, wobei es ja immer so ist, sobald solche Parteien mitregieren, geht es ganz schnell bergab mit ihnen. Nehme ich als Beispiel die Zeit, in der die Haider-Partei FPÖ in die Koalition von Schüssel in Österreich, ÖVP, aufgenommen wurde. Die Folge war ein ganz schnelles Zerbröseln, ein ganz schneller Absturz dieser Partei, weil sie sich entlarvt als eine Partei, die sehr wenig kann, die der Großmäuligkeit, die sie selber gezeigt hat, nicht gerecht wird. Ganz kurze Abschlussrunde. AfD, Eintagsfliege oder Partei von Dauer? Eine Dreitagsfliege. Wahrscheinlich wird sie, wie jeder Totgesagte, noch ziemlich lange leben. Ich darf mich bei Ihnen beiden bedanken für diese angeregte und engagierte Debatte. Oh, ich höre gerade, dass wir noch eine Viertelstunde haben. Dann habe ich hier zu früh angesetzt. Dann gehen wir noch mal intensiver in die Zukunft der AfD.
Was müsste passieren, dass diese Partei akzeptiert werden könnte als bürgerlich-konservative Partei? Wie müsste sie sich verhalten? Wie kann sie beweisen, dass sie zum Spektrum dazugehört? Naja, sie muss es vermeiden, als klar rassistisch erkannt zu werden. Sie muss mit solchen Diskussionen, wie ob man an der Grenze schießen darf oder nicht, auf Flüchtlinge aufhören. Jetzt aber der Mannheimer Morgan in die Welt gesetzt, ja, und nicht die AfD. Aber die Art und Weise, wie Frau von Storch reagiert hat, war ja... Wissen Sie, man hat immer ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Art von Diskussion. Wenn man diesen Unsinn debattiert, wird er irgendwie dadurch auch nobilitiert. Ja. Und die Art und Weise, wie die AfD dasteht, ich habe es eingangs schon zu sagen versucht, hat auch was damit zu tun, wie wir jeden, ich sage es jetzt mal drastisch, Entschuldigung, wie wir jeden Furz dieser AfD beschnüffeln und fragen, wie er riecht. Mein Gott, nochmal. Es ist doch nicht so, dass die anderen Parteien alle rumstümpern. Und wenn jemand, und das ärgert mich jetzt wirklich, wie Seehofer, sagte er, das System, das politische System ist irgendwie ein bisschen anzugreifen. Das System funktioniert nicht mehr. Mein Gott, der Mensch ist doch selber Teil des Systems seit vielen Jahren. Und so schlecht ist dieses System Demokratie nicht. Es korrigiert sich immer wieder ganz gut. Und wer hier kommt und sagt, man muss dieses ganze System verteufeln, da ist dann Hopfen und Malz verloren. Ja. Wenn eine Partei so anfängt, Sie sagten ja, was muss die AfD tun? Wenn sie sagt, dieses System ist verfault, dann kommen wir mit dieser Partei nicht weiter. Sie will ja Teil, und ich sage nicht System, ich sage Demokratie. Und dieses Land ist bei all dem, was Sie an ihr zu kritisieren haben, was wir alle zu kritisieren haben, eine ordentliche Demokratie. Genau so ist es. Und wahrscheinlich ist sie die beste, die wir je hatten. Und dieses Land, die AfD sagt gerne, es ist die Politik, ist so intransparent. Wir, glaube ich, hatten noch nie so eine transparente Demokratie wie jetzt. Es ist nicht alles faulig. Und wenn jemand bei diesen Redereien mitmacht, finde ich das wirklich perfide. Diese Art von Seehofer ins Horn der AfD zu blasen, ist perfide. Und da stärkt er tatsächlich die AfD. Und Sie hatten mich gefragt, was erwarte ich mir, dass aus dieser AfD, die jetzt noch nicht so richtig greifbar ist, der Aggregatzustand sozusagen, der politische, ist nicht klar. Man muss klar machen, dass man Teil dieser Demokratie ist, Teil dieses Landes, das man voranbringen will und das man nicht bloß dauernd schlecht macht und so tut. Wir stehen da ganz außen, da sind die Politiker, das sind alle Dreckskerle. Und wenn ich so einen Satz höre wie Volksverräter, wird mir schlecht. Kein Politiker in diesem Land ist ein Volksverräter. Das war jetzt ja ein engagiertes Plädoyer für das, was stimmt in unserer Gesellschaft. Bleibt doch die Frage, wenn unsere Gesellschaft im Kern in Ordnung ist, warum dann eine Protestpartei, die bisher noch nicht viel mehr gebracht hat als Protest, so viel Unterstützung gewinnen kann? Naja, weil es doch in diesem Lande, bei allem, was funktioniert und stimmt an unserer Demokratie, eben durchaus eine Kommunikationskluft zwischen politisch-medialen Eliten und einem nennenswerten Teil, nicht der Mehrheit, aber einem durchaus nennenswerten Teil der Bevölkerung gibt. Das, was füglich in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist nicht exakt das, was an den Stammtischen und den Esstischen des Landes diskutiert wird. Und diese Kluft ist lange Zeit und wird weiterhin befestigt dadurch, dass jeder weiß, was man füglich in der Öffentlichkeit oder vor anderen sagen darf. Und was wir sagen, jetzt sind wir unter uns, jetzt können wir ja ganz ungeniert einmal die Dinge so benennen, wie sie sind. Um diese Kluft weiß ein jeder und diese Kluft markiert durch Gebote und Verbote politischer Korrektheit, ist in den letzten Jahren, aus guten Absichten im Übrigen, immer weiter gezogen worden. Und viele Leute und mehr Leute als früher fühlen sich ausgegrenzt, weil wann immer sie sagen, was sie denken, sie sofort gesagt bekommen, wenn du so denkst, dann gehörst du eigentlich nicht zu uns. Das ist pädagogisch eigentlich gut gemeint, hat aber wie so manche gut gemeinte Pädagogik auf den zu Erziehenden ab und zu schlechte Folgen. Er wird bockig, er revoltiert. Und eben das entlädt sich auch in völlig unmäßigen Aussagen von AfD-Politikern, die dann, weil sie revoltieren gegen bestimmte Sprechgebote, gegen die sie dann gerne verstoßen, besonders drastisch sozusagen den Klassenlümmel geben. Das ist etwas vereinfacht formuliert, etwas, was in unserer Demokratie nicht richtig funktioniert. Und vor dem Hintergrund wäre schon sehr zu begrüßen, wenn die linken Parteien und die mittleren ohnehin nicht von einer alten, vernünftigen Forderung abrückten.
nämlich vernünftige Formen von Volksabstimmungen einzuführen, die das Terrain der öffentlichen streitigen Diskussion erweitern würden. Aber hier bockt dann auch die politische Klasse und das schafft der AfD weitere Betätigungsfelder für Populismus. Ich bin bei dem Plebiszit ja Ihrer Meinung. Aber wenn dann schon wieder der Satz fällt, die politische Klasse bockt, dann gib mir das Messer in der Tasche auf, weil die politische Klasse bockt nicht. Jetzt denke ich mal an. Sagen wir, manche bockern. Ja, manche bocken, aber denken wir doch mal an die Zeit nach der deutschen Einheit, als die Verfassungsreform debattiert wurde. Da war eine ganze SPD da. Ich kann mich noch erinnern, wie Hans-Jochen Vogel wirklich mit großer Werf immer wieder sagte, als Vorsitzender der gemeinsamen Verfassungskommission, wir brauchen diese Plebiszite, wie er in der Vor-Internet-Zeit für die Volksabstimmungen, ich glaube, 300.000 Eingaben vorlegte. Da hat die CDU auf Teufel komm raus abgeblockt. Abgeblockt hat sie. Abgeblockt hat sie, es kam dazu nicht. Und mir ist die Erklärung, die Sie gegeben haben für diese Schwierigkeiten, ist schon richtig, aber ich glaube, geht noch ein bisschen weiter. Ja. Die Welt ist einfach wahnsinnig komplex geworden. Wir haben so Entwicklungen wie Globalisierung, wir haben Europa, wir haben politische Erscheinungen, die ganz weit von den Leuten weggerückt sind. Viele Leute haben das Gefühl, die Heimat ist nicht mehr Heimat. Ja. Sie sind entheimatet. Im Osten hat dieses Gefühl noch besondere Wurzeln, weil halt die ganze Gesellschaft umgestülpt worden ist nach der Wiedervereinigung. Und das ist bis heute, ist die deutsche Einheit nicht wieder so hergestellt oder nicht so hergestellt, wie wir es alle gern hätten. Da entstehen Entfremdungsgefühle besonderer Art. Und das Gefühl, die Heimat ist nicht mehr die Heimat, die wir gern hätten. Und dann kommt eine Partei wie die AfD, die ihnen natürlich diese Heimat auch nicht geben kann, aber die durch scharfes Reden und durch manchmal auch beleidigendes Reden, die durch ein Reden, wie es keine andere Partei macht, das Gefühl gibt, hier ist jemand, die bringt neuen Wind mit. Und dann glaubt man eine Zeit lang, die kann alles reparieren. Die kann es natürlich nicht reparieren. Da sind wir tatsächlich schon nahe am Kern des Problems. Die Sache mit der Entheimatung oder dem Gefühl des Heimatverlustes, das sehe ich exakt so wie Sie. Die richtige Reaktion wäre dann, dass die den Staat tragenden Parteien sensibel sind dafür, dass viele den Wandel unserer Gesellschaft, gerade hin zu einer Einwanderungsgesellschaft, als zu schnell, als zu massiv, als zu wenig durch öffentlichen Diskurs abgestützt empfinden, dass sie Verständnis dafür äußern und versuchen, die Leute mitzunehmen. Stattdessen kamen dann immer wieder arrogante Reaktionen bis hin zum Satz, Heimat plakatiert die NPD, wer von Heimat redet, ist im Kern ein Rechtsradikaler. Aber das ist doch lang vorbei. Heimat ist ein Begriff, der alle angeht und auch alle Parteien reden mittlerweile. So, ich mache Ihnen jetzt einen konkreten Vorschlag. Wir haben einen Überschuss im Staatshaushalt von 18 Milliarden. So. Und was macht die CDU, was macht unser Bundesfinanzminister, die schwarze Null? Man geht rum wie bei der Fronleichnamsprozession. Die schwarze Null wird angebetet. Hier habe ich die Möglichkeiten, etwas zu tun. Wir haben soziale Probleme in diesem Land. Wir haben Arbeitslose, denen es besser gehen muss. Wir haben Geringverdiener, denen es besser gehen muss. Wir haben in den Alten- und Pflegeheimen zum Teil desaströse Zustände. Mit diesen 18 Milliarden könnten wir unglaublich viel Gutes tun in dem Land. Wir könnten Investitionsprogramme machen, die tatsächlich den Menschen zeigen, da ist eine Politik, die für uns agiert und die Probleme erkannt hat. Ich weiß nicht, warum man diese schwarze Null, dieses Sparen in diesen Zeiten derart hochhängt, statt den Leuten zu sagen, wir nehmen die Probleme an, die ihr habt. Ein AfDler würde an dieser Stelle sagen, schön, dass wir die Überschüsse haben und wir sollten alles das tun, wovon Sie sprechen. Warum nur lässt dann die Kanzlerin so viele Leute ins Land, dass all diese zeitweisen Überschüsse für die Beherbergung und die Integration von Leuten verbraucht werden, die eigentlich nicht notwendigerweise ins Land gekommen wären? Und an dieser Stelle ist man dann wirklich in ganz spannenden Debatten, dann ist es nämlich nicht so einfach, dass die Überschüsse die zeitweise da sind, auf Dauer verausgabt werden. Wir haben trotz der Aufnahme von 1 Million Flüchtlinge im letzten Jahr 18 Milliarden Überschüsse. Und Sie wissen die Antwort ja selber.
Ich meine, die Flüchtlingsprobleme sind da und wir müssen uns denen stellen. Wir können nicht hier neue Mauern hochziehen. Die Schwierigkeit ist... Haben wir aber. Wir genießen die Mauern, die auf dem Balkan errichtet worden sind. Und die Schwierigkeit ist ja die, dass die Europäische Union die Solidarität in schwierigen Zeiten überhaupt nicht gezeigt hat. Wir haben wirklich ewige Zeit lang vom Raum des Rechts der Sicherheit und der Freiheit gesprochen, haben alle Europapolitiker, alle nationalen Politiker die wunderbarsten Sonntagsreden gehalten. Und als es soweit war, war davon nichts mehr da. Man kann diese ganzen Erklärungen zerreißen. Das ist ein Problem. Ja. Und das macht die Leute auch dieses Europa suspekt, weil sie erleben, wenn es schwierig wird, zieht sich jeder in seine nationalen Ecken zurück und klappt den Stacheldraht wieder aus. So funktioniert Europa nicht. Einen Aspekt will ich noch gerne ansprechen. Die Wahlbeteiligung in den Landtagswahlen in Deutschland ist jahrelang zurückgegangen. Wir haben diesen Aspekt immer wieder beklagt. Jetzt bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern ist die Wahlbeteiligung stark angestiegen von 51 auf 61%. 60 ist noch nicht viel, aber... Man könnte sagen, die Wahlbeteiligung, ja gut, aber umgekehrt 10 Prozentpunkte Anstieg, wenn der Trend immer nach unten geht. Man könnte sagen, die Leute begrüßen es, dass sie eine Alternative haben. Umgekehrt gefragt, sind die etablierten Parteien einander zu ähnlich? Bieten sie zu wenig Alternativen? Die Wahlbeteiligung ist nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern angestiegen, sondern zuvor schon auch in Sachsen-Anhalt. Und man könnte noch weitere Fälle aufführen. Wir sind gut beraten, die üblichen Erklärungen sinkender Wahlbeteiligung zu überprüfen und zu relativieren. Eine Erklärung war die, den Leuten geht es so gut, sodass sie sich um Politik und politische Entscheidungen nicht mehr kümmern. Eine andere Erklärung war die, es gibt sozusagen das kommunikativ abgehängte Prekariat der einfacheren Leute. Die gehen wesentlich weniger zur Wahl als die Bessergestellten, was auch tatsächlich weiterhin stimmt. Aber der Kern scheint zu sein, dass das Politik- und Personalangebot, das die etablierten Parteien in vielen Politikfeldern bislang geboten haben, nicht ziemlich genau zu dem passt, was die Leute von Politik sich erwarten. Im Grunde wird gestanden für ein Weiter-so, was bei einem erfolgreichen Land wie dem unseren auch im Grunde nicht verwunderlich ist. Aber dort, wo die Bürger den Eindruck haben, es geht in die falsche Richtung, wandelt die Eurozone von einer Währungsunion in eine Transferunion, Globalisierung zum Nachteil des europäischen Sozialstaates, Außenpolitik mit Sanktionen gegen Russland, die den Frieden und die deutsche Wirtschaft bedrohen. In vielen solchen Bereichen haben die Leute den Eindruck, dass was die etablierten Parteien anbieten, ist nur ein Weiter-so, oft sogar programmatisch so behauptet, Europa ist wie ein Fahrrad, wenn es nicht weiterfährt, kippt es um. Deswegen müssen wir immer nach mehr Einigung streben. Da haben die Leute gleichsam gewartet auf ein alternatives Angebot, nicht weil sie glauben, dass substanzielle Alternativen da wären, sondern um den Etablierten zu sagen, Freunde, überprüft mal die eingespurten Bahnen. Also erstens mal bin ich ganz froh darüber, dass es etablierte Parteien gibt. Ich möchte nicht, dass mit Kasperlvereinen regiert wird, um es mal ganz deutlich zu sagen. Aber schon wieder Konsens. So. Bleibt die Frage, ob die sich alle zu ähnlich sind, weil sie in den zentralen Fragen in der Flüchtlingspolitik, in der Europapolitik, in der Befürwortung eines vereinten Europas im Wesentlichen, vielleicht bis auf die CSU, alle dieselbe Position vertreten. Ich gebe Ihnen recht darin, dass die Parteien unterscheidbarer werden müssen. Aber unterscheidbar muss ja nicht heißen, dass ich gegen Europa bin, sondern wie setze ich dieses Europa um zum Beispiel? Das ist doch wichtig. Ich will ein Europa haben, das viel sozialer ist als bisher. Es ist ein Skandal, dass in Spanien, in Portugal, in den südeuropäischen Staaten 50% der Jugendlichen arbeitslos sind. Ein Europa ist dafür da, dieses mit abzustellen. Und wenn es dies hinkriegt, dann wird die Zustimmung zu Europa in ganz anderer Weise wachsen als bisher. Da muss sich was verändern. Es geht nicht darum zu sagen, ich bin gegen Europa, ich bin gegen Flüchtlinge, sondern es geht darum, wie kümmere ich mich um Flüchtlingspolitik, wie gehe ich mit Flüchtlingen um, wie gehe ich mit Europa um, wie mache ich dieses Europa attraktiver. Da müssen sich die Parteien unterscheiden. Nur merkt eben die deutsche Bevölkerung auch, dass selbst die europäische Superpolitikerin, nämlich die deutsche Bundeskanzlerin, nicht in Südeuropa einfach die Wirtschaft umkrempeln kann, nicht einfach die europäischen Staaten zur Solidarität in der Flüchtlingsfrage verdonnern kann, nicht an der ukrainischen Grenze Frieden stiften kann. Infolgedessen hat man den Eindruck, innenpolitisch kommt man an bestimmte Grenzen und es wird die Illusion von europäischen Lösungen dort gemacht, wo sie durch politisches Handeln von Deutschland aus gar nicht zu bewirken ist. Da hätte Deutschland natürlich viel machen können, als es darum geht, die europäische Wirtschaft im Süden zu stabilisieren.
Aber da sind wir jetzt beim ganz anderen Thema, der Europolitik, der Art und Weise, ja, wie die ganzen Pakete geschnürt worden sind. Es war kein Ruhmesblatt für die deutsche Politik. Und die Flüchtlingsablehnungspolitik der südeuropäischen Staaten war auch eine Reaktion auf diese Art und Weise, wie die deutsche Regierung in der Euro-Krise agiert hat. Wir nehmen das Stichwort Europa und schauen über die Grenzen raus. Rechtspopulistische Parteien reüssieren in fast allen europäischen Staaten. Das Aufkommen der AfD vielleicht einfach nur die Herstellung einer europäischen Normalität, auch in Deutschland? Das Aufkommen der AfD ist eine Art von Normalisierung, die wir so nicht gebraucht hätten. Bislang war Deutschland auf der Landkarte des europäischen Rechtspopulismus fast ein weißer Fleck. Einesteils, weil die Spuren der Vergangenheit schrecken, andernteils, weil die Union ihre Hausaufgaben lange Zeit gut erfüllt hat, nämlich wie ein Schwamm bis zum rechten Rand möglichst viel zu integrieren. Die Zeiten sind leider vorbei. Anlass für übergroße Sorgen gibt es freilich nicht. In Polen, in Ungarn regieren schon die Rechtspopulisten und gleichwohl sind diese Länder noch nicht zugrunde gegangen. Das war Unter den Linden heute mit Professor Werner Patzelt und Herbert Brandtle. Ich darf mich bei Ihnen bedanken. Ihnen, liebe Zuschauer, empfehle ich morgen zur selben Zeit die Phoenix-Runde. Wir setzen das Thema fort unter dem Titel Nach dem CDU-Wahldebakel. Wie geschwächt ist Angela Merkel? Vielen Dank hier an das Publikum hier im Saal. Und Ihnen empfehle ich jetzt unser weiteres Programm. Schönen Abend.